Gut, gucken wir uns mal um. Hier ist ein Haus, da oben ist Holz. Kann ich das aufheben? Nee, ne? Hier wieder so ein Aprikobaum. Gucken wir mal, den wir hier reingehen. Wer bist du denn? Oh, Xanthos heißt du also. Bist du hier, weil du wissen willst, dass ich ein paar Bälle für dich herstelle? Ah, hier können wir die also herstellen. Kennst du das Team Rocket? Keine Sorge, du schläfst besser, wenn nicht. Ich werde mich kurz fassen. Team Rocket missbraucht unschuldige Pokémon für ihre Schandtaten. Diese Typen sind einfach das Letzte. Sie hatten sich eigentlich vor 3 Jahren aufgelöst. Aber nun, naja, genau diese Bande schneidet jetzt den Fleckmon im Brunnen die Ruten ab und verdient sich damit eine goldene Nase. Aber ich gehe jetzt zu ihnen und erteile ihnen eine Lektion. Haltet durch, Fleckmon, der alte Kurt eilt euch zur Rettung. Wahrscheinlich ist der Eingang jetzt frei. Wo steckt bloß mein Großvater? Ich fühle mich so allein. Hä? Der war doch gerade noch da, Alter. Oh, Mann. Die steckt echt gar nichts hier. Mann, Mann, Mann. Aber ich kann ja schon mal gucken, was hier drauf steht. Von Acelia City, Leiter Kai. Die wandelnde Enzyklopädie für Käfer-Pokémon. Ui, haha. Fire, I think. Ah, ich muss hier jetzt rumgehen. So, also Fleckmon soll es sein. Keine große Initiative, glaube eine mit der geringsten irgendwie. Slasher, was würdest du davon halten, wenn ich dich nach vorne setze? Ach Mann, ey, Schlecker, echt. Das ist so eine schwache Attacke, nur 20 leider. Sonst könnten wir das hier richtig rocken. Mit Spukball zum Beispiel. Aber mit Konfusion nicht, das ist halt nicht sehr effektiv. Oh, du bist es, Xanthos. Die Wache oben hat sofort das weitergesucht, als ich sie zusammengeschrien habe. Aber ich bin in den Brunnen gefallen und habe mir die Hüfte Alter. Tja, und jetzt sitze ich hier fest, verflixt. Wenn ich nur laufen könnte, würde ich diesen Typ mit meinem Pokémon zu Kleinholz verarbeiten. Aber es nützt nichts, Xanthos. Du wirst ihn an meiner Stelle zeigen müssen, was ein wahrer Trainer ist. Schade. Ich dachte, er gibt mir jetzt so einen Fleckmon oder so. Das wäre geil. Bräuchte ich es nicht fangen. Ich renne mal hier kurz rum. Ich hoffe, hier kommen auch Fleckmons. Nicht nur im Wasser. Fleckmon, come to me. Zubat? Ne, dich will ich ja nicht sein, Junge, Junge, Junge. Du Behinderte. So, Flucht. Und dann rennen wir zum ersten Team Rocket, Teammitglied. Verflixt, ich habe oben Wache gehalten und dann kam dieser halbwahnsinnige Opa. Urplötzlich gibt es einen Schrei und er springt einfach in den Brunnenschacht. Ah, egal. Dann dann reagiere ich meinen Frust eben an dir ab. Wir haben uns doch eben gerade schon kennengelernt, Alter. Ehrlich? Rüppel. Rotzfrotz. Ah. Fluch. Reicht, glaube ich. Oh, das reicht nicht für 15, oder? Hätte ich jetzt auch sowas ähnliches wie Ratzfratz, könnte mein Spezialangriff steigern oder sonst was. Aber habe ich leider nicht. Ich habe höchstens Scroll und das beeinflusst den Gegner nur. Ach, das ist jetzt unfair, Mann. Setzen wir mal Groll ein. Ich werde eh gleich tauschen, weil wahrscheinlich wieder ein Ratzfratz kommt oder vielleicht ein Zubat. Ist nicht so gern gesehen. Rutenschlag wird um 4 reduziert. Nochmal Rutenschlag. Und wenn wir dann getauscht haben, sind die Werte halt wieder auf Standard eingestellt. Und wieder Fluch. Ratzfratz wurde durch Fluch verletzt. Und wieder Groll. Sehr grollig, die Attacke. Schade, dass Ratzfratz nicht einfach mal eine Normalattacke einsetzt. Irgendwie scheinen die Trainer so ein bisschen schlauer zu sein, wobei es wieder ziemlich viele, ja, sage ich mal, Gehirnfrost hatten. Und damit erreichen wir nicht ganz Level 15 leider. Ich könnte jetzt Folgendes machen. Ja, ich glaube, ich mache das sogar nochmal. Wobei, ich brauche nicht tauschen. Ist eigentlich egal. Denn ich setze jetzt wieder Fluch ein. Dann habe ich noch 2 KP. Wobei, eigentlich müsste ich tot sein. Fast schon. Es wird aber abgerundet anscheinend. Glück gehabt. Jetzt setze ich Hypnose ein. Damit man die Sequenz von Rutenschlag zum Beispiel nicht sehen muss. Und dann werde ich Level 15 sein und dann bitte erlerne Konfusion. Es ist wichtig. Und dann habe ich echt meinen Slasher auch auf Level 15. Das ist krass. Und dann bekomme ich bald einen Alpollo. Das ist super sogar. Und wieder Fluch. Ratzfatz wurde durch Fluch verletzt. Ach, es schläft doch schon. Alter, jetzt bin ich genauso blöd.
Das ist ja egal, was ich eigentlich einsetze. Denn ich glaube nicht, dass er nochmal zum Einsatz kommt, bevor ich dann wieder beim Pokémon Center bin. Da er sowieso nur noch ein KP hat. Vielleicht halte ich ihn noch wieder auf, ich weiß es noch nicht, Alter. Hypnose, ich bin so schlau. Oh, es ist aufgewacht. Ein Energiefokus, unglaublich, er fokussiert seine Energie. Aber er ist tot. Ade. Und jetzt drücke ich die Daumen, dass es Konvulsion endlich mal ist. Oh. Oder er lernt es erst wirklich mit Alpollo. 2 Spezialangriff, okay. Nachtnebel, geil. Super, das ist ja geil. Das ist super. Lass mich überlegen. Vergessen. Nachtnebel zieht so viel ab. Entweder wie vom Gegner KP oder wie meine KP. In diesem Falle nur 15. Aber das wird sich ändern, wenn er Level 70 oder so ist. Also es ist auf jeden Fall gut. Zieht wahrscheinlich mehr ab als Schlecker sowieso. Von daher, ich lasse ihn mal nach oben. Ah, verdammt. Es sei denn, es ist jetzt ein Fleckmann, dann bin ich froh. Es ist ein Zubat wieder. Wahrscheinlich nur auf dem Wasser, oder? Wenn die befreit sind. Wenn die schon sagen, dass er alle Fleckmons irgendwie geklaut haben, wird hier wohl kein freies mehr rumlatschen erstmal. Ich greife dich mal von hinten an. Wir sollen aufhören, den Fleckmann ihren Route zu stehlen? Was, sollen wir etwa einen Befehl von Lance, unserem Vorstand, ignorieren? Um das zu erreichen, musst du uns schon alle besiegen. Jeder einzelne von uns. Das hat sogar schon Ash Ketchup gemacht. Alter, die sieht ja nice aus irgendwie. Zubat. Damit wird Nebulok wahrscheinlich gleich K.O. sein. 15 ist aber schon eine kleine Menge. Es ist natürlich eine Geistattacke. Gucken wir mal. Ah, ich kann es nicht sehen, ob es 9 oder 15 abzieht. Wahrscheinlich 15. Ja, natürlich 15. Ist auch unlogisch. Wenn ich dagegen Level 1 spiele, dann zieht es ja nur 1 ab. Ja, immer unsere eigene. Und das zieht die Hälfte ab und damit ist das schon sehr OP. Gerade am Anfang auch. Da sehen wir die Gummientchen, Nachtnebel, Kabum. Zubat muss schweren Schaden einstecken. Und Slasher bekommt zu 103 Erfahrungspunkte. Als nächstes kommt ein Rettern. Auch Typ Unlicht. Sehr gefährlich. Level 11 jetzt. 500 Angriff, das ist ja egal. Nachtnebel ist unabhängig von irgendwelchen Werten. Tja, damit schlägt sich Slasher selbst K.O. Ich hoffe nicht, dass Rettern sofort angreifen kann, wenn ich das nächste Pokémon in den Ring hau. So, Silberblick. Aha, ist ja lustig. Jetzt rufe ich mal Togepi hier ein, die wird sofort zerstört werden wahrscheinlich. Togepi! Charme. Ha, Silberblick. Alter Retter, du bist echt dumm wie... Ich will's nicht sagen. Das ist Charme, ne? Ich wusste es. Das habe ich... Ah ne, ist es nicht, okay. Ich bin genauso doof. Ne, Anziehung war das, was ich dachte. Giftstachel! Ah! Ah, Togepi! Sondersensor, nicht sehr effektiv. Sehr effektiv. Oder ist es nur ein Gift-Pokémon erstmal? Wird später zum Unlicht. Ah ja. Jetzt so ein Volltreffer und verwirrt. Alter. Kannst du mich jetzt mal umbringen, bitte? Endlich. Biss. Das wäre natürlich gegen Slasher sehr, 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 sehr gefährlich gewesen. Und dann setzen wir gleich unser nächstes Pokémon ein. Es wird Feuer werden. Wobei Watte jetzt besser wäre, weil ich wahrscheinlich Feuer gleich ununterbrochen in der Arena einsetzen werde. Silberblick. Und Glut. Ich freue mich so, wenn ich einen Gengar habe, Alter. Ich bin dann richtig froh. Ha, das ist ein so geiles Pokémon. Und Lamos dann halt noch. Alter, die Initiative ist so gering. Aber alles andere dürfte ziemlich hoch sein. Nur die Initiative halt. So, wir haben es vielleicht bald geschafft, sind dann beim Vorstand. Müssen wir mal gucken. Oh, Watti. Was sagst du so? Okay. Thunder weiß nicht, wohin es zuerst blicken soll. Da sind die Fleck Moons. Supertrank. Wir bekommen jetzt Upgrades. Da unten ist da irgendwie was? Ich gehe da mal hin. Supertrank, okay. Der zweite Supertrank, gleich hintereinander. Das sieht aus wie der Leader da oben.
Wir sollen aufhören, die Fleckmon ihre Routen abzutrennen? Wenn wir auf jeden x-beliebigen Trainer hörten, wäre ratzfatz unser Ruf dahin. Schlecht. Ganz schlecht. Ratzfatz! Oh Gott, wie sieht der denn aus, Alter? Ist ja schrecklich. Donnerschock! Braucht man natürlich nicht die Donnerwelle einsetzen, dazu ist der Gegner viel zu schwach. Donnerschock, leicht besiegt. Vielleicht, wenn der einen Radikal hat oder so. Also bisher waren alle Trainer mehr als einfach. Zubat, alles klar, der wird sofort weg sein. Weil es das Doppelte jetzt abzieht. Kabum, ade Zubat, ade. 103, ganz einfache Geschichte. Noch ein Zubat, es wird immer einfacher. Vielleicht sogar noch ein höheres Level wäre toll. Würde es gleich mehr Erfahrung geben. Level 9, zack, kein Problem. Vati, Thunder, erledigt alles mit links und mit rechts. Ade. 103 reicht natürlich nicht. Aber jetzt kommt der kleine Bosskampf. Der hat mit Sicherheit einen Radikal und vielleicht sogar schon Golbat, glaube ich nicht. Wäre nicht schlecht. Hm? Was willst du von mir? Bei dem Team Rocket fürchtet man sich... fürchtet man mich als ganz besonders grausamen Trainer. Ich werde nicht zulassen, dass du uns bei unserer Arbeit in die Quere kommst. Team Rocket Launce. Take this. I'm darker than dark. Launce. Zubat, Level... Was? Ehrlich? Are you kidding me again? Thundershock! Und wieder K.O. Alter, wenn der jetzt einen Golbat hat, einen Zubat hat, wäre wahrscheinlich ein Golbat, ne? Sag nicht, der hat einen Ratzfratz, dann ist es echt... Smogon? Oh mein Gott, es ist ja echt schlecht. Level 12, naja. In jeder Stadt gibt es einen Idioten, der sich uns in den Weg stellt. Definiere bitte das Wort Stadt. Hier ist nirgendwo eine Stadt, außer in Ducati City oder wie das hieß. Das ist wirklich eine Stadt, würde ich mal behaupten, aber alles andere sind kleine Dörfer. Zwischenstopps. Wow, dir war es anscheinend ernst damit, uns aufzuhalten. Junge, Alter. Die sind so ultra heftig schwach. Smogon besiegt. Und Level 16. Donnershock ist ziemlich stark. Vielleicht bekommen wir noch eine bessere Waffe, Attacke jetzt. Spezialangriff 2 ist natürlich wichtig, dass es höher als Angriff ist. Weil wir Elektroattacken haben. Das ist ja, wie gesagt, eine Spezialattacke. Tja. 480, nicht viel. Ach ja, ich gehe gleich nochmal in einen Supermarkt. Ja, stimmt. Team Rocket wurde von 3 Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit still und leise im Hintergrund fortgesetzt. Du kannst uns vielleicht das Leben schwer machen, aber aufhalten wirst du uns niemals. Alles, was du tun kannst, ist in Schrecken auf das zu warten, was wir weiter im Schilde führen. Tschüss. So. Oh, er kann auf einmal wieder gehen. Gute Arbeit, Xentos. Die Typen von Team Rocket haben Reis ausgenommen. Meiner Hüfte geht es auch wieder besser. Lass uns gehen. Nein, nicht ins Haus. Ich will einen Fleckmon. Ah, oh, diese Musik, Alter, geil. La 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 la. Turboball. Mal gucken, was diese neuen Bälle jetzt so drauf haben für eine Spezialität. Oh, wie ich sehe, hast du ein paar Aprikoko mitgebracht. Na schön, dann mache ich mich mal an die Arbeit, an das Verarbeiten. So, ich habe hier einen Aprikoko gelb, pink und schwarz. Ach so, das soll die Abkürzung für die Farben sein. Ich dachte schon, was ist das für ein Müll? Ja, mach mal gelb. Mach mal gelb, ey. Ich brauche einen ganzen Tag um die... Boah, heftig. Ich habe eine Idee. Willst du vielleicht die Telefonnummer von meinem Großvater? Ach, damit er mich anrufen kann, wenn sie fertig ist. Okay, machen wir mal so. Der wird wahrscheinlich nicht gegen mich antreten. Ich gehe jetzt aber nochmal in die Fleckmann-Höhle gleich. Ich hoffe, der hat mich aufgefüllt, aber ich glaube nicht. War nicht das Zeichen dafür. Nein. Gut, das heißt, wir gehen jetzt ins Pokémon-Center. Geil, Nachtnebel ist natürlich auch super geil. Supi, supi, supi. Da ist ein Fleckmann. Hier sind alle Fleckmons jetzt wieder da. Super. Genau, gehe ich ins Pokémon-Center und dann gehe ich in den Markt, guckte, was die da so im Sortiment haben und da soll ja meine Mutter was abgegeben haben.
von meinem ersparten Geld. Vielleicht ist es ja was sehr, sehr Gutes. Vielleicht ein TM? Ich glaube, das ist ein TM. Ich glaube irgendwie, dass es Walzer ist. Ich weiß auch nicht, warum. Ist es Walzer? Ich gucke mal. Nachher ist es so Psychokinese. Dann würde ich damit erstmal warten. Das würde ich erstmal wirklich mit warten, bis ich einen Gengar habe. Vielleicht klappt das doch dann doch nicht oder so. Dann entscheide ich mich anders irgendwie. Aber es sollte eigentlich mit Gengar klappen. Bin ich eigentlich sehr optimistisch. Willkommen, kann ich helfen? Kaufen? Okay, Supertrank gegen Aufwecker haben wir hier, Pokéball. Hier wurde es anscheinend nicht... Ah, vielleicht der Bote hier. Du? Hallo, hallo, du musst Xanthos sein. Deine Mutter hat mir ein Paket für dich gegeben. Hier, bitteschön. Was, ein Supertrank? Ehrlich? Ah, vielleicht steigert es sich halt noch. Das ist natürlich ganz, ganz bitter schlecht. Ein Supertrank, ey. Naja, dankeschön. Ich würde gerne sagen, es ist kostenlos, aber es wurde von meinem Geld gekauft. Von daher ist es nicht kostenlos. Ich habe 2 Stück gerade gefunden. So, geschickt hier die Leiter runtergehen. Fleckmonbrunnen. Aber ich würde sagen, Slasher nehmen wir nicht nach vorne. Dann nehmen wir doch lieber Aaron nach vorne. Ich glaube, Fleckmann hat aber eher seltener Wasserattacken. Vielleicht Aquaknarre. Dann wäre Onix weg, aber das ist egal. Darauf lege ich es jetzt an. Los, Fleckmann. Zeig dich. Ich hoffe nicht, dass ich dich nur bekomme, wenn du im Wasser bist. Und es ist... Oder Fleckmann kommt wieder abends nur. Das wäre natürlich blöd irgendwie. Beziehungsweise dann müsste ich dann in 3 Stunden wieder spielen. Dann ist es 20 Uhr und dann sollte es abends sein. Gucken wir mal. Ob da vielleicht noch ein Fleckmann auf uns zugestürmt kommt. Fleckmann, Fleckmann, Fleckmann. Anscheinend nicht. Es kommen hier nur noch Zubats gerade. Ich werde hier einfach mal Steinwurf gerade einsetzen. Dann dürfte Zubat besiegt sein. Und dann erreiche ich hiermit sogar noch Level 11. Geht eigentlich relativ schnell, von daher kann ich ruhig mal... Ich warte noch ein Pokémon ab. Wenn es kein Zubat ist, dann gehe ich. Habe ich die... Ne? Ding... Das Dings halt auf. Schnauze, ne? So, was haben wir jetzt? Wieder ein Zubat. Okay, das heißt, ich gehe raus. Werde aber vorher noch Steinwurf einsetzen. Es wird, glaube ich, nicht für Level 11 reichen. Und dann würde ich sagen, könnten wir langsam aber sicher zur nächsten Arena voranschreiten. Müssen wir auch tatsächlich. Oh, geil. Wir erreichen sogar noch Level 11 mit Aaron. Neue Attacke vielleicht? Nee. Dann gehen wir jetzt hier raus. Vielleicht wären wir noch angefallen, was ich hoffe irgendwie. Und dass es dann noch ein Fleckmann ist, ist aber leider nicht der Fall. Versuche ich es halt nochmal, wenn es abends ist. Man sieht schon, die Dämmerung hat schon eingesetzt, richtig cool. Dum, 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 dum. Oh, diese Musik liebe ich echt. Da, 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 da. Oh, 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 oh. Okay. Dum, dum. Weberak. Uah. Was ist das denn? Nein! Kann ich da links lang? Nee, wahrscheinlich nicht. Ah, du hast also herausgefunden, wie man Netze überquert. Gut, dann zeige ich dir mal, was Käfer-Pokémon noch so alles machen können. I don't like Käfer-Pokémon, denn sie sind schwach. Und ich trinke jetzt erstmal was. Und drück einfach mal X weiter. Also A. Ehrlich, Steinwurf geht daneben. Tackle, ja. Das Thema hatten wir schon mal. Die physischen Attacken sind gegen Onix extrem schwach. Extrem schwach. Vor allem, weil sie auch nicht sehr effektiv sind. Dann sind sie nochmal doppelt so schwach. Fadenschuss. Ich werde aber gleich wieder Aaron rausnehmen. Tütüt. Alter. Das ist richtig gut jetzt für Fire. Der wird richtig schnell aufleveln. Nur er darf natürlich nicht Level 20 vor dem letzten Fight hier erreichen, denn dann kann ich ihn nicht mehr kontrollieren. Wobei alle Attacken eigentlich gut sind, bis auf Tackle halt. Rauchwolke kann er dann durchaus irgendwann mal einsetzen. Glut, wenn ich ihn nicht mehr kontrollieren kann, setzt er irgendwas ein. Ich glaube nicht, dass er faulenz oder so. Das heißt, Ruckzuckhieb ist ganz gut. Glut ist natürlich extrem gut. Extrem gut.
Und Level 16. Also perfekt für Fire hier. Der wird jetzt richtig aufleveln. Ist jetzt richtig, richtig Fight angesagt. Beziehungsweise nur Spam, weil ich glaube, ich besiege alles. Oh nein, es hat sich gerade wieder so ein kleiner Bug eingeschlichen. So, dann werde ich mal ganz kurz safen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder.